Weiß nicht. Wir haben hier nichts. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Schade. Acht Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Aber von alleine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Dann in einem Teer. Und so. Acht Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sozi! Was? Sozi! Oh Gott! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Das, okay. Okay. Ich bin etwas verwirrt, aber... Kein Problem. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Hui! Kapitel 2 Ätnas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn das so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu. Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Okay. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Okay. Aber ich kann hier keine Stunden warten. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Doch. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Yay. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Gib mir die Karte wieder. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Gib mir die Karte wieder. Ist da ein Faden dran, oder wie?
kann doch nicht wahr sein. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Wie ist es überhaupt möglich? Nehmen wir den Pizzakarton. Nehmen wir die Chilischoten. Okay. Okay, okay. Ja, komm, gehen wir zur Polizei. Hallo. Darf ich Weingummis? Bekomme ich? Ja, darf ich. Okay. Bekomme ich die Dose? Bekomme ich den gelben Stift? Mann, ist der Polizist nett. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Dr. Marcel. Nicht etwa Dr. Marcel, oder? Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Dann halt nicht. Hallöchen. Und eine niedrige Hemmschwelle im... Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Ja, ist wenigstens etwas. Komm ich die Sammeldose? Okay, Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol. Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Cool. Gucken wir uns die Karte mal an. Der Volcano Berserker. Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Oder wohin auch immer. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Betäubungsgift? Hast du denn noch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Schade. Okay, den Kugelfisch würden wir wahrscheinlich am Automaten bekommen und Neongrün und Neonpink brauchen wir noch. Ja. Gut, dann gehen wir doch zum Friedhof. Bekomme ich die neongrüne Farbe? Vielen Dank. Komm, wir reden mal. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ.
So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Okay. Was haben wir hier? Der Bildschirm ist ein bisschen klein. Hä? Sehr eigenartig. Gut, gehen wir zurück zum Dorf. Gehen wir zum Wegweiser. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Weil wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Ja. Lilly wollte die Pflege... An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Das weiß ich auch nicht. Gut, und zum Morsee können wir doch hingehen. Ja, das dachte ich mir. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Ja. Können wir nur noch zurückgehen. Okay. Wir haben hier nichts Besonderes. Ah, warte mal. Ich kann die Leuchtreklame mitnehmen. Dann habe ich doch ein paar Zutaten. Für den Neon-Drink. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin.